schon dabei, das Leben hin und wieder mal nicht ganz so ernst zu nehmen. Na, das sag ich doch die ganze Zeit, Bert. Ja, ja. So richtig albern sein, ganz laut zu lachen und auch morgens nicht früh aufzustehen. Ja, ich stehe auch nicht gerne früh auf. Tag aus, Tag ein, nur ernst zu sein, das ist nicht unsere Welt, das macht uns gar nicht froh. Oh nein, ganz und gar nicht, Irene. Drum schaut uns an und hört uns zu, wir tun, was uns gefällt. Und das ist gut so. Viel zu oft vergisst man, was im Alltag wichtig ist. Und das Glück doch so einfach ist. Das stimmt. Die kleinen Dinge sind es oft, die wir nicht sehen, obwohl das wirklich schade ist. Was ist denn schon dabei, wenn man von Zeit zu Zeit ganz einfach unvernünftig ist? Oder mal 5 Grad sein lässt und mal nicht immer alles nur im rechten Winkel ist. Muss doch mal rechts nehmen. Da? Im Gras zu liegen, Daumen drehen, die Welt einmal in vielen bunten Farben sehen. Oh, oh. Das tun wir gern, das macht uns Spaß, wir nehmen's leicht und merken, dass wir uns verstehen. Ach, Bert, ja? Was machst du denn gerne zum Beispiel? Also, ich zähle zum Beispiel wahnsinnig gern Büroklammern, bis tief in die Nacht hinein. Ja, das stimmt, Bert. Und ich spiele gerne beim Quietschhähnchen, Helene. Ja. Oder Schlagzeug. Ich spiele sehr gerne Schlagzeug, einfach so, weißt du? Ich weiß, Ernie, so. Bis tief in die Nacht hinein. Deshalb zähle ich ja so lange die Büroklammern. Tag aus, Tag ein, nur ernst zu sein, das ist nicht unsere Welt, das macht uns gar nicht froh. Drum schaut uns an und hört uns zu, wir tun, was uns gefällt und das ist gut so. Ist denn schon dabei, wenn man auch über kleine Dinge richtig staunen kann? Oh. Und sich, weil's komisch ist, den Bauch vor Lachen hält, zumindest einmal dann und wann. Egal ob groß, ob klein, für solche Sachen ist man nie zu alt, das ist doch klar. Denk nicht nach, was andere tun und glaubt uns eins, die Welt, ja, die ist wunderbar. Ganz wunderbar.